und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen, der Rasen in einem idealen Zustand. Die Mannschaften, soweit wir das schon mitbekommen haben, haben keinerlei personelle Probleme. Bis die Aufstellungen kommen, dauert es noch etwas. Deswegen tauchen wir ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Ist das ein Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. Die Partie hat begonnen. Er treibt den Ball nach vorn, aber keiner da, der ihn unterstützt. Das sieht gut aus. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Glasgow Rangers mit dem frühen Wechsel. Mir erschließt sich das nicht wirklich. Natürlich ist er mit großen Erwartungen in diese neue Saison gegangen. Diese Erwartungen haben sich zumindest am ersten Spieltag nicht erfüllt. Einfach mal nach vorne gedroschen. Versucht die Gasse zu finden. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Glasgow Rangers schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greifen sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Sucht seinen Mitspieler. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. Sucht die Lücke. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Per Kopf. Es fehlten nur Millimeter zum Tor. Ein ganz klein wenig verzogen. Wirklich Pech gehabt. Er zieht in Richtung Tor.
Tor. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihn. Balotelli, und er passt. Sie machen ihn, die Freunde aus Nizza. Also so einfach hat das wirklich selten. Also man muss schon sagen, das wirkt alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Und damit steht's 1-0. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Balotelli. Hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung... Schießt ihn drin, das Ding! Also, wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Und damit steht's 2-0. Ja, ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Er springt hoch zum Kopfball. Ja, schön gehalten. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Da geht er alleine. Sucht seinen Mitspieler. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Versucht den Pass da durch die Gasse. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Und er ist zur Stelle. Das könnte was werden. Die stehen da hinten so bockstark. Versucht, die Gasse zu finden. So, Abstoß. Nee, Moment, es gibt Ecke. Wie der sich hochschraubt. Einfach mal weggedroschen. Er bringt die Flanke. Das kann die Situation klären. Riesenmöglichkeit. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich machen dann. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Hansi, wie fällt deine Einschätzung der ersten 45 Minuten aus? Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Fußballwelt gründlich verändert. Ein Doppelschlag und jetzt natürlich alle Trümpfe in der Hand einer Mannschaft. Zwei Tore trennen die beiden Teams nach den ersten 45 Minuten.
Hälfte 2 ist eröffnet. Die lassen da aber auch gar nichts durch. Hier ist Balotelli. Uge Seniz lässt den Gegner gar nicht erst gefährlich werden. Glasgow Rangers ist direkt wieder im Ballbesitz. Sucht seinen Mitspieler. Zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Gefahr vorerst gebannt. Sucht die Lücke. Flanke nach ihm. Er steht in der Luft. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Da hat er mitgerackert nach hinten, hat den Ball erobert, aber am Ende hat er zu wenig draus gemacht. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, das war ein klares Foul. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Balotelli, jetzt ist er unterwegs. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Versucht da durchzustecken. Ein flacher Ball. Das ist nicht mehr regelkonform, das muss Freistoß geben. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Da kommt die Flanke. Der letzte Tick fehlt. Glasgow Rangers. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Der Ball kommt durch. Und über die Seite. Das ist die und noch eins. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Sie hatten doch den Ball. Sie hätten das Spiel beruhigen können. Sie hätten in Ruhe aufbauen können. Stattdessen der Ballverlust. Und dann die Strafe, die auf dem Fuße folgt. Damit also steht's 3:0. Balotelli. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Und natürlich gibt's hier eine Karte. Er scheint brutale Schmerzen zu haben. Sein müssen.
Und die Flanke. Da haben ein paar Zentimeter gefehlt. Sucht seinen Mitspieler. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Und er ist zur Stelle. Das ist interessant. Die stehen weit weg vom Gegenspieler und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Er sieht irgendwie körperlos aus. Warum nur? Also direkt am Gegenspieler bedeutet, du willst die Balleroberung. Stehst du weiter weg, dann willst du das Spiel kontrollieren und die... Und er schießt! Gute Aktion vom Torhüter. Sie lassen ihn dribbeln durch die Mitte. Er kommt zum Abschluss und sie können vom Glück sagen, dass er nicht den Ball im Kasten unterbringt. Mit der Stirn. Nee, nicht ganz. Der kommt durch. Ja, da war es der Runde. Versucht den Pass da durch die Gasse. So jagt man heute den Ball. Man kann sich schon mal den Ball so lange hin und her schieben, aber irgendwann braucht es auch mal was Produktives. Ja, guter Ball. Und weg ist er. Balotelli. 2 Minuten Nachschlag werden angezeigt. Versucht die Gasse zu... Jetzt aber! Der ist drin! Hier spielt nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wird es zweistellig? Einfach und haltbar. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht dann ab in Richtung Tor. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Das war ein beeindruckender Sieg. Die Stürmer konnten heute machen, was sie wollten.